Hi Leute und willkommen zu meinem neuen Video. Hier in diesem Video möchte ich mir einen Fernseher an der Decke montieren. Dafür habe ich mir dieses System gekauft. Es gibt hier viele verschiedene Systeme auf dem Markt. Ich habe mich hier für dieses System entschieden, weil mit diesem System kann ich den Fernseher an die Decke klappen und dann auch wieder herunternehmen und er rastet sich quasi selbstständig ein. Es gibt natürlich auch Systeme, die können dann per Fernbedienung diese Bewegung ausführen, aber das überlasse ich jedem selber, was er hier verwendet. Bevor man natürlich diesen Schritt ausführen kann, sollte man sich im Vorfeld erstmal überlegen, was für einen Fernseher will man montieren, die Größe, man sollte hier vielleicht nicht zu groß wählen und dann sollte man sich mal die Decke anschauen. Ist die Decke stabil genug, den Fernseher zu tragen? Das heißt, in meinem Fall habe ich hier eine Lattenkonstruktion mit Gipskartonplatten drauf. Das heißt, wenn ich hier eine Latte treffe, habe ich eine Chance, den Fernseher festzumachen. Habt ihr nur Gipskarton an der Decke, kriegt ihr den Fernseher garantiert nicht fest, egal was euch manche Schraubenhersteller hier für Geschichten auftischen mit irgendwelchen Spezialdübeln. Das wird den Fernseher mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht tragen. Hier solltet ihr wirklich darauf achten, dass ihr eine stabile Decke habt, eine Betondecke, eine Steindecke oder eine Holzdecke, damit ihr das System fest bekommt. Dann ist auch wichtig, dass wir schauen, wenn wir uns die Halterung kaufen, dass diese Halterung von den Aufnahmen her euren Fernseher aufnehmen kann. Hier gibt es ein System. Ich setze euch einfach mal einen Link unten in die Videobeschreibung. Da könnt ihr euch darüber informieren. Auch sehr wichtig ist, wenn ihr den Fernseher hier oben anbringt, wo bekommt ihr euren Strom für das TV-Gerät her und wo bekommt ihr euren SAT- oder Kabelanschluss für das TV-Gerät her. Diese beiden Kabel, hier habe ich sie schon etwas in die Nähe befördert, müsst ihr auch zu eurem Gerät hinbringen. Erst wenn das alles geklärt ist, kommen wir zu der Installation des Fernsehers. Bevor ich jetzt hier meine Halterung anbringen kann, muss ich erstmal schauen, dass ich einen stabilen Untergrund finde. Ich weiß, dass hier ein stabiler Untergrund existiert, ich weiß aber nicht genau, wo er sich befindet. Um das zu realisieren, benutze ich gerne dieses Gerät hier. Hier gibt es auch verschiedene Modelle im Handel. Hier empfehle ich euch nicht, die billigsten zu kaufen, denn da gibt es zu viele Fehlalarme. Hier das Gerät ist ziemlich zuverlässig. Ich kann mit diesem Gerät folgende Substanzen finden, und zwar Holz oder Unterkonstruktionen, Metall und elektrische Kabel. Das ist sehr von Vorteil und damit kann ich jetzt meine Decke absuchen. Um nun hier an meiner Decke zu schauen, wo ich mein System einbauen kann, habe ich hier dieses Messgerät und ich taste so meine Decke Stück für Stück ab. Habe ich eine Position gefunden, an der ich einen Balken oder ähnliches vermute, zeichne ich mir das an und kann nun hier mein System festschrauben. Eine weitere Alternative, um die Decke von innen zu inspizieren, ist zum Beispiel ein Handy-Endoskop. Das bedeutet eine kleine Kamera, die sich an einem Draht befindet, die wir so in die Decke einführen können und können so die Decke von innen inspizieren und schauen, ob wir irgendwo Kontaktflächen finden, an denen wir diesen Halter anschrauben können. Wenn ihr dieses System festschraubt, nehmt bitte geeignetes Befestigungsmaterial. Ausreichend dicke Schrauben, in der Regel sind im Lieferumfang solche Schrauben schon vorhanden, und schraubt das System an der Decke an. In meinem Fall habe ich eine Holzdecke unter dieser Gipskartondecke und kann direkt anschrauben. Ist das bei euch nicht der Fall und ihr habt eventuell Beton oder Stein, müsst ihr hier erstmal mit einer Schlagbohrmaschine vorbohren, einen Kunststoffdübel einsetzen und könnt dann euer System anschrauben. Haben wir unser System nun angeschraubt, kommen wir als nächstes zur Befestigung des Monitors. Den Monitor können wir mit einer Befestigungsplatte befestigen. Diese ist hier eingebaut, diese müssen wir als erstes entnehmen. Dafür schrauben wir die unteren beiden Schrauben lose und können die Befestigungsplatte nach oben abnehmen. Die Befestigungsplatte hat zwei Nasen, mit denen wird sie eingehangen. Das erleichtert den Einbau des Monitors. Nun nehmen wir unseren Monitor, legen ihn aufs Gesicht, legt bitte etwas unter, sodass ihr ihn nicht verkratzt, und können nun hinten unsere Platte montieren. Achtet bitte darauf, hat die Platte oben oder unten, dass ihr diese nicht verdreht, und legt die Platte auf die vorgesehenen Befestigungslöcher. Noch ein ganz wichtiger Tipp, wir haben zwar bei diesem System Befestigungsmaterial dabei, es muss aber nicht unbedingt hundertprozentig passen. Das heißt, die Schrauben sind meist zu lang. Dreht die Schrauben bitte als erstes von Hand ein und schaut, ob ihr sie komplett versenken könnt. Ist das nicht der Fall, müsst ihr eventuell Beilagescheiben verwenden oder Unterlagescheiben und somit die Schrauben etwas weiter vom Monitor weghalten. Das hat folgenden Grund: Wenn ihr die Schrauben anzieht und sie sind zu lang, wird erstens mal eure Platte nicht fest und zum Zweiten könnt ihr die Elektronik eures Fernsehers zerstören oder beschädigen. Haben wir die Platte nun angeschraubt, kommen wir zu einem nächsten Punkt. Der Fernseher hat eine gewisse Größe. Wir müssen aufpassen, dass der Fernseher genug Luft von Oberkante Fernseher zur Decke hat. Das System ist meistens nicht richtig eingestellt. Messt hier bitte von Oberkante Platte bis Oberkante Fernseher, ermittelt dieses Maß und übertragt bitte dieses Maß
hier an unsere Halterung. Das heißt, wir stellen unsere Halterung so ein, dass unser Fernseher genug Luft nach oben hat. Haben wir dieses getan, können wir nun unseren Fernseher einhängen. Das geht sehr einfach durch die zwei Befestigungsnasen oder Einhängnasen. Hier hängen wir einfach unsere Platte ein, klappen den Fernseher zurück und verschrauben ihn mit den zwei unteren Schrauben. Haben wir dieses getan, ist der Fernseher fertig montiert. Jetzt müssen wir ihn nur noch anschließen, das heißt, unsere dementsprechenden Kabel an den Fernseher bringen und den Fernseher mit dem Stromnetz verbinden. Haben wir dieses getan, ist nun unser Fernseher einsatzbereit. Noch ein wichtiger Punkt, wenn ihr etwas mehr Komfort haben wollt, könnt ihr eventuell auch hier diesen Stromanschluss mit einer Funksteckdose lösen. Somit könnt ihr den Fernseher dann auch per Fernbedienung quasi stromlos schalten. Das ist auch eine schöne Spielerei, kann man machen. Wer diesen Luxus haben will, soll das bitte einbauen. Um das System nun zu bedienen, können wir ganz einfach arbeiten. Klappen wir den Fernseher nach oben, rastet der Fernseher ein, klappen wir den Fernseher wieder nach unten, drücken wir ihn einfach kurz an und schon kann der Fernseher nach unten ausgefahren werden und ist somit einsatzbereit. So, sollte euch nun zu guter Letzt der Neigungswinkel oder die Ausrichtung des Fernsehers nicht gefallen, ist das kein Problem. Ihr könnt den Fernseher verdrehen und eventuell den Neigungswinkel leicht ändern, indem ihr hier unten die Schraube anzieht und somit den maximalen oder minimalen Neigungswinkel des Fernsehers einstellen könnt. Ich hoffe, ich habe euch mit dem kleinen Video wieder etwas weitergeholfen. Ist dem so, würde ich mich um einen Daumen hoch freuen. Wollt ihr noch mehr meiner Videos schauen? Kein Problem. Abonniert hier diesen Kanal oder schaut hier unten in den Anmerkungen vorbei. Dort habe ich weitere ähnliche Themen verlinkt. Wollt ihr noch mehr meine Videos schauen? Kein Problem, ich habe noch mehr Kanäle. Diese könnt ihr gerne auch besuchen oder abonnieren. Dort werden auch viele interessante neue Videos von mir erscheinen und dort arbeite ich viele interessante Themen ab. Ich sage damit Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Marc auf YouTube.